Hallo, ich bin Anna Heikova. Ich bin eine Holocaust-Historikerin hier in England. Ich bin keine Deutsche, ich bin Tschechin und Britin. Menschen mit Nazi-Hintergrund? Meine erste Reaktion war, nee, ich liebe Deutschland, ich liebe das, ich mag das Land sehr. Meine sehr, sehr, sehr guten Freunde leben da und deren Großeltern waren Widerstandskämpfer oder jüdische Mischlinge. Und sogar wenn sie Nazis waren, das beeinflusst nicht die Leute, mit denen ich heute befreundet bin. Wir sind nicht die Summe unserer Vorfahren, wir machen uns immer wieder selber. Wir können so toll sein und so schrecklich, so ehrenhaft und liebevoll, wie wir uns entscheiden und genauso auch dreckig. Und es geht mir auch um den Vergleich zu England, wo ich lebe, wo der Rassismus im Vergleich zu Deutschland ziemlich in your face ist. Und es geht auch um die Förderung der Regierung, die sich so langsam umentscheidet, wie können wir über Sklaverei forschen und was können wir über Sklaverei aufstellen. Das wäre in Deutschland in Aufarbeitung der Nazi-Diktatur undenkbar. Und dennoch, wie vergleichsweise auch toll oder gründlich die Aufarbeitung der NS-Diktatur in Deutschland war, gibt es natürlich in Deutschland Rassismus. Es gibt Rassismus gegen Osteuropäer, es gibt auch Rassismus, den ich selber erlebt habe. Und ich wurde auch immer wieder deutlich an die Grenzen gesetzt, was ich mir leisten konnte. Und die Tatsache, dass ich keine reiche Familie hatte, die mir alles Mögliche ermöglicht hätte. Ich habe lange in Deutschland gelebt und der Rassismus und die Tatsache, dass ich keine wohlhabende oder Mittelklasse-Eltern habe, waren mir der Grund, weswegen ich dann weggegangen bin. Aber das, was mich am meisten in den letzten paar Jahren vor den Nase gestoßen ist, ist die normative Sicht vieler Deutschen, die Juden, die in Deutschland leben, und anderen Juden und Holocaust-Forschenden und Forschern und jüdischen Historikern und Historikern vorgeben, wie man über Israel zu reden hat. Und dieses normative Zurechtweisen kann extrem verstörend und auch gewaltsam sein. In fact, ich habe mir schon gedacht, wenn ich überhaupt dieses Video mache, was wird dann mit mir passieren und muss ich Angst haben? Es wäre nicht zum ersten Mal, dass ich dann auf die Dresche bekomme und ich kann mich nicht wehren. Es wird mich Zeit kosten. Und das ist jetzt nicht die Auseinandersetzung, die ich als Forscherin leiten möchte. Und das ist dann der Kontext, in dem ich mir denke, als Korrektiv. Warum soll ich mir als Enkelin von Widerstandskämpfern, warum soll ich mir als Enkelin von Holocaust-Überlebenden anhören lassen, wie man über Holocaust reden soll, wie man über Israel reden soll. Und in der politischen Sicht der Weise, glaube ich, meine Stimme wiegt mehr und der Korrektiv Nazi-Hintergrund ist da vielleicht dann doch nützlich.